Vor vielen Jahren, zu Beginn unseres Jahrhunderts, lebte im Ghetto zu Schuchnow, im russischen Teil Galiziens, der Lehrer Mendel Singer mit seiner Frau Deborah und seinen Kindern Miriam, Schemaria und Jonas. Ein armer, gottesfürchtiger Jude. Er vermittelt den Knaben der kleinen jüdischen Gemeinde die Kenntnis der Bibel. Da wird ihm ein viertes Kind geboren, Menuchin. Aber er ist krank, er gedeiht nicht und wächst kaum. Er erlernt das Sprechen nicht, nicht das Gehen, das zurückgebliebene Sorgenkind der Familie. Seine Mutter versucht Heilung und Hilfe von einem Wunderrabbi zu erlangen, aber vergeblich. Die Jahre vergehen, die Kinder wachsen heran. Menuchim bleibt ein Krüppel. Die beiden großen Söhne müssen zu den Soldaten. Wir sind genommen! Und während es dem einen, Jonas, nichts ausmacht, beim russischen Militär zu dienen, wird der andere, Schemaria, von Kapturak, einem Schmuggler, über die Grenze nach Österreich gebracht, was die gesamten Ersparnisse der Familie aufzehrt. Nach einem langen Jahr des Wartens kommt endlich die erste Botschaft des Sohnes aus Amerika. Er hat dort Fuß gefasst und schickt seinen Freund Mac, um der Familie $10 zu bringen und um ihr mitzuteilen, dass in Kürze die Schiffskarten für die Eltern und für Miriam eintreffen werden. Er will sie alle nach Amerika holen. Jonas kann nicht mit. Er ist beim Militär und ist es gern und will dort bleiben. Menuchim aber darf nicht mit, denn er ist krank. Und so ist ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verboten. Wie viel sind denn $10? Es ist ganz gleich, wie viel $10 sind. Wir werden uns doch nichts dafür kaufen. Warum nicht? In unseren Lumpen sollen wir fahren? Wer fährt und wohin? Nach Amerika. Sam selbst hat es geschrieben. Sam? Wer ist Sam? Ja, wer ist Sam? Sam ist mein Bruder in Amerika. Und euer Sohn. Menuchim kann nicht fahren. Menuchim kann nicht fahren. Jetzt ist er fort, der Amerikaner. Wie komisch der spricht. Kein Wort versteht man. Ich gehe zum Nachbarn. Ich gehe ins Bethaus. Das Abendgebet sagen. Du gehst beten. Beten gehst du. Vielleicht gehe ich auch spazieren. Spazieren? Ja. Heute schon. Heute ist ein besonderer Tag. Der Amerikaner war da. Und Schemaria. Mama. Wie er so den goldenen Streifen der Sonne immer schmäler werden sah, glaubte er zum ersten Mal in seinem Leben deutlich das lautlose und tückische Schleichen der Tage zu fühlen. Wie
trügerische Hinterlist des ewigen Wechsels von Tag und Nacht und Sommer und Winter und das Rinnen des Lebens. Gleichförmig, trotz aller erwarteten wie überraschenden Schrecken. Es kam ein Mann aus Amerika, lachte, brachte einen Brief, Dollars und ein Bild von Schemaria und verschwand wieder in den verschleierten Gebieten der Ferne. Die Söhne verschwanden. Jonas diente dem Zaren in Pskow und war kein Jonas mehr. Schemaria lebte auf der anderen Seite des Ozeans und hieß nicht mehr Schemaria. Miriam sah dem Amerikaner nach und wollte auch nach Amerika. Nur Menuchin blieb, was er war, seit dem Tage seiner Geburt, ein Krüppel. Und Mendelsinger selbst blieb, was er immer gewesen war, ein Lehrer. Sein verlorener Sohn Jonas kam ihm in den Sinn. Jonas schlief jetzt in einer Kaserne, auf dem Heu, in einem Stall. Sein Sohn Schemaria lebte jenseits des Wassers. Wer war weiter, Jonas oder Schemaria? Deborah hatte daheim schon die Dollars vergraben und Miriam erzählte jetzt den Nachbarn die Geschichte von dem Besuch des Amerikaners. Obwohl er kaum 5 Minuten von den Häusern des Städtchens entfernt war, kam er sich unendlich weit von der bewohnten Welt der Juden vor. Unsagbar einsam, von Gefahren bedroht und dennoch außerstande zurückzugehen. Wo ist Miriam? Sie geht noch spazieren. Sie ist ja nicht zu halten. Tag und Nacht geht sie spazieren. Nicht eine halbe Stunde ist sie im Haus. Gott hat mich gestraft mit diesen Kindern. Sei still! Wenn Miriam nach Hause kommt, sag ihr, ich habe nach ihr gefragt. Ich komme heute nicht nach Hause, sondern erst morgen früh. Ja. Heute ist der Todestag meines Großvaters Salel. Ich gehe beten. Die ganze Nacht hast du gebetet. Mach mir einen Tee, dann will ich dir was sagen. Ist Miriam zu Hause? Natürlich. Wo sollte sie denn sein? Glaubst du, sie ist schon in Amerika?
Wir werden nach Amerika fahren. Menochi muss zurückbleiben. Wir müssen Miriam mitnehmen. Ein Unglück schwebt über uns, wenn wir bleiben. Sie geht mit einem Kosaken. Samjeschkin. Die Weiber sollen weggehen. Alle Weiber sollen weggehen. Samjeschkin. Montag fahren wir nach Dubnow. Gott segne dich. Du wirst hinfallen. Du wirst mich halten. Ja, mein Süßes, am Montag fahren wir nach Dubnow und unterwegs schlafen wir miteinander. Pfui, Alter, ich werde es deiner Frau sagen. Du bist ja schon wieder besoffen. Besoffen ist er nicht. Er hat nur etwas getrunken. Was willst du überhaupt in Dubnow, wenn du nicht mit Samjeschkin schläfst? Dokumente machen. Wir fahren nach Amerika. Die Fuhre kostet 50 Kopeken, wenn du nicht schläfst. 30, wenn du mit ihm schläfst. Ein Kindchen wird er dir machen. Bekommen wirst du es in Amerika. Ein Andenken an Samjeschkin. Ich werde nicht mit dir schlafen und zahle 35 Kopeken. 35 Kopeken. Montag um 5 Uhr früh. Montag um 5 Uhr früh. Du kannst überhaupt nicht allein fahren. Ich habe mit vielen Juden gesprochen, die sich auskennen. Sie sagen, ich muss selber bei Morjatnik sein. Was willst du bei Morjatnik? Kümmere dich nicht um Dinge, die du nur verderben kannst. Ich werde alles richten. Du kennst dich nicht aus mit der Welt. Alle haben mir gesagt, dass ich persönlich erscheinen muss. Dann fahren wir beide am Montag. Und wo wird Menochim sein? Miriam bleibt bei ihm. Ich bleibe nicht allein zu Hause, ich habe Angst. Man muss einen Kosaken ins Haus stellen, damit er sie bewacht. Geh hinaus, es ist spät, mach die Fensterläden zu. Sogar die Läden kann sie nicht schließen. Eine halbe Stunde braucht sie dazu. Ich fahre lieber mit deiner Frau. Sie ist noch recht hübsch für ihr Alter. Und hat einen anständigen Busen. Fahr zu. Wo willst du hin? Ich will nach Amerika. Wo muss ich hin? Wozu willst du nach Amerika? Geld verdienen. Es geht mir schlecht. Du gehst auf Nummer 84. Dort warten schon viele. Setz dich. Warum setzt du dich nicht? Es ist kein Platz frei. Wartest du auf Nummer 84? Ja. Wirst du mich hinauswerfen? Ich bin von weit gekommen. Ich habe nicht die Absicht. Alle Wartenden müssen den Platz behalten und sitzen, damit ich es übersehen kann. Verstehst du, Jude? Wenn einer aufsteht, kann ich auch eine Bombe werfen. Also setz dich. Es ist aber kein Platz. Ja, das stimmt. Pass auf. Siehst du die Tür? Das ist Nummer 84. Da gehst du hinein.
Was willst du? Wer hat dir erlaubt, hier ohne weiteres einzutreten? Warum meldest du dich nicht an? Tritt näher. Gib schon die Papiere her. Das Gesuch? Wo ist das Gesuch? Ich kann nicht in Ihrer Schrift schreiben, aber hochwohlgeboren. Das weiß ich, du Depp, dass du das nicht schreiben kannst. Ich habe dich nicht nach deinen Schulzeugnissen gefragt, sondern nach dem Gesuch. Aber wozu haben wir einen Schreiber? Ne? Im Parterre auf Nummer 3. Ne? Wozu unterhält der Staat einen Schreiber? Für dich, du Esel, weil du eben unsere Schrift nicht lesen kannst. Also geh auf Nummer 3, schreib dein Gesuch. Sag, ich schick dich, damit du nicht zu warten brauchst und gleich behandelt wirst. Dann kommst du wieder zu mir. Aber morgen, morgen Nachmittag kannst du meinetwegen wegfahren. Ich danke euer Hochwohlgeboren. Seine Hochwohlgeboren, der Herr von Nummer 84, schickt mich. Komm her. Ein Rubel für den Stempel. Ein Rubel. Ich habe mich hierher gelegt, euer Hochwohlgeboren. Die Papiere. Sind das die Papiere? Fetzen sind es. Die zerfallen einem ja an der Hand. Und sowas zahlt nur einen Rubel. Du kommst morgen um 9 Uhr zu mir. Da sind wir allein. Da können wir ruhig miteinander reden. Deine Papiere sind hier bei mir. Du holst die morgen ab. Den Zettel zeigst du mir morgen vor. Wir fahren erst morgen. Um 9 Uhr muss ich wiederkommen. Ich übernachte im Bethaus. So? Und ich? Ich weiß es nicht. Mach dir keine Sorgen. Ich habe Freunde. Was wirst du essen? Ich weiß es nicht. Nur du hast doch Geld. Ja, ich muss mir ein Stück Brot und 2 Zwiebeln kaufen und ich werde im Bethaus übernachten. Ah, pfeif aufs Bethaus. Du kannst hier einen Mann treffen, der die ganze Sache besorgt. Der hat schon viele Familien nach Amerika geschickt. Kennst du Kapturak? Kapturak? Er hat meinen Sohn weggeschickt. Damals war deine Frau bei mir. An deinen Sohn erinnere ich mich noch sehr gut. Wie geht's ihm? Geht's ihm gut? Ja, es geht ihm gut. Er ist in Amerika. Kapturak hat eine glückliche Hand. Verlass dich auf mich. Ich übernehme die Angelegenheit. Danke. Das kostet vorläufig 10 Rubel für jeden. Einen Vorschuss von 10 Rubel brauche ich. Den kann ich nicht geben. Dann weiß ich einen Ausweg. Du schreibst mir die Adresse von dem jungen Singer auf und ich werde an ihn einen Brief schreiben. Nach 4 Wochen kommt dann die Antwort und das Geld, falls euer Sohn wirklich gewillt ist, euch hinüberzuholen.
Gib mir diesen grünen Zettel, den dir der Beamte gegeben hat. Und den Brief aus Amerika. Und verlass dich auf mich. Auf mich kann man sich doch verlassen. Oder nicht? Fahr gleich nach Haus. In ein paar Tagen komme ich bei euch vorbei. Verlass dich auf Kapturak. Verlass dich ruhig auf Kapturak. Ein Glück, dass ich dich hier getroffen habe. Mit einem Juden kann nur der Teufel etwas Bestimmtes ausmachen. Jetzt fahren wir doch noch heute nach Hause. Drei Speichen sind gebrochen. Ich muss das jetzt reparieren. So beginnt deine Reise nach Amerika. Was fahrt ihr Juden auch immer so viel in der Welt herum? Der Teufel schickt euch von einem Ort zum anderen. Unser eins bleibt, wo er geboren ist. Schau, wie schön das Land ist. Bald wird die Ernte kommen. Ich glaube, es wird ein gutes Jahr. Wenn sie so gut wird, wie ich mir vorstelle, kaufe ich mir im Herbst noch ein Pferd. Hörst du was von deinem Sohn Jonas? Der versteht was von Pferden. Der ist ganz anders als du. Hat dich dein Weib vielleicht einmal betrogen? Alles ist möglich. Alles ist möglich. Die Weiber taugen nichts. Hör auf, sonst muss ich auch gleich heulen. Schlaf, lieber Jude. Schlaf dich aus. Also, es ist alles in Ordnung, die Papiere sind bereit. Wenn eine Antwort kommt in 4 Wochen von Shemaria, den man jetzt Sam nennt, aus Amerika, dann wird eure Abreise gesichert sein. So, das wollte ich euch nur sagen. Auf Kaptura kann man sich verlassen. Ein Vorschuss von 20 Rubel wäre mir angenehmer, als wenn ich das Geld später von der Summe Shemarias abziehen müsste. Denn was man hat, das hat man. Rubel. Eigentlich wollte ich 20 haben. Das ist alles, was ich bei den Nachbarn auftreiben konnte. Du musst dich damit zufrieden geben.
Einer alten Kundschaft sieht man manches nach. So. Und jetzt gehe ich. Ihr hört von mir und könnt dann bald nach Amerika fahren. Du weißt, Deborah, dass mir noch im Zurückbleiben muss. Bei wem soll er bleiben? Ich habe darüber nachgedacht. Billes verheiratet im nächsten Monat seine Tochter an den Musikanten Vogel. Bis sie ein Kind bekommen, könnten die jungen Leute mir noch ihn behalten. Dafür geben wir ihnen die Wohnung und wir nehmen kein Geld. Ja, aber wir könnten das Häuschen doch verkaufen. 1.000 Rubel sollte man dafür kriegen. Hast du nicht gehört, was ich sage? Wir geben ihnen die Wohnung und nehmen kein Geld und sie behalten Menuchin. Ja, ist es denn schon eine ausgemachte Sache für dich, dass Menuchin zurückbleibt? Es sind noch ein paar Wochen mindestens bis zu unserer Abreise. Bis dahin tut Gott sicher ein Wunder. Wenn Gott ein Wunder tun will, wird er es dich nicht vorher wissen lassen. Man muss hoffen. Fahren wir nicht nach Amerika, so geschieht ein Unglück mit Miriam. Fahren wir nach Amerika, so muss Menuchin zurückbleiben. Sollen wir Miriam allein nach Amerika schicken? Wer weiß, was sie anstellt, allein unterwegs, allein in Amerika. Menuchin ist so krank, dass ihm nur ein Wunder helfen kann. Hilft ihm aber ein Wunder, so kann er uns folgen. Denn Amerika ist zwar sehr weit, aber es liegt dennoch nicht außerhalb dieser Welt. Der Rabbi von Gluschik hat zu mir gesagt, geh nicht weg, verlass ihn nicht, als wenn er ein gesundes Kind wäre. Und jetzt sollen wir weg. Und er soll zurückbleiben. Oh Gott, ich habe immer so gehofft, dass ein Wunder geschieht. Aber Menuchin bleibt ein Krüppel! Wenn du ein vernünftiger Mensch wärst, Mendel, dann würdest du nach Kluschik fahren und den Rabbi um Rat fragen. Ich? Was soll ich bei deinem Rabbi? Du bist einmal dort gewesen, fahr noch einmal hin. Du glaubst an ihn. Dir wird einen Rat geben. Du weißt, dass ich nichts davon halte. Kein Jude braucht einen Vermittler zum Herrn. Er erhört unsere Gebete, wenn wir nichts Unrechtes tun. Wenn wir aber Unrechtes tun, kann er uns strafen. Warum straft er uns jetzt? Haben wir Unrecht getan? Warum ist das so grausam? Du lästerst ihn, Deborah. Lass mich. Ich will nicht länger mit dir reden. So schön bin ich auch einmal gewesen. So schön wie meine Tochter. Was ist aus mir geworden? Mendel Singers Frau bin ich geworden. Miriam geht mit einem Kosaken. Sie ist schön. Vielleicht hat sie recht. Vater ist sehr böse, Miriam. Lass ihn böse sein, deinen Mendel Singer. Wie nennst du deinen Vater? Sind allein deinen Mann. Fahr doch mit mir nach Amerika. Lass Mendelsinger und Menuchin den Idioten hier. Wie du redest, Miriam. Ich habe ihn gebeten, zum Rabbi zu fahren. Er will nicht. Allein fahre ich nicht mehr nach Kluschik. Ich habe Angst. Einmal schon hat er mir verboten, Menuchin zu verlassen und wenn seine Krankheit Jahre dauern sollte. Was soll ich ihm denn sagen? Soll ich ihm sagen, dass wir deinetwegen dahin fahren müssen, weil du... Weil du ich mich mit Kosaken abgebe. Sag ihm, was du willst. Das ist mir egal. In Amerika, da werde ich viel eher machen, was ich will. Weil du einen Mendelsinger geheiratet hast, muss ich nicht auch noch einen heiraten. Hast du
einen besseren Mann für mich? Was? Hast du eine Mitgift für deine Tochter? Ich weiß nicht. Vielleicht hast du recht. Es geht uns gut. Wir leben nicht im Überfluss, aber dein Vorschlag gefällt uns. Das junge Paar wird das Haus übernehmen und Menuchin dazu. Er macht gar keine Arbeit. Es geht ihm auch von Jahr zu Jahr besser. Bald wird er vielleicht mit Gottes Hilfe ganz gesund sein. Dann wird mein älterer Sohn Gemaria herüberkommen oder er wird jemanden schicken und Menuchin nach Amerika bringen. Also, es ist ausgemacht, dass du dein Haus vor einfachen Zeugen der Familie Billes, meiner Familie, zur Benutzung übergeben wirst. Wir brauchen das Amt nicht, denn das kostet nur Geld. 3-4 anständige Juden als Zeugen genügen. Und inzwischen werde ich dir einen Vorschuss von 30 Rubel geben, weil ja deine Schüler nicht mehr kommen und dir das Geld sonst zu Hause ausgeht. So ist es. Ich danke dir. Du bist ein guter Mensch. Ein pünktlicher Zahler, euer Sohn Gemaria, genannt Sam. Ist ein sehr pünktlicher Zahler. Drüben sagt man ein Gentleman. Ich werde euch bis zur Grenze begleiten und in 4 Wochen geht dann der Dampfer Neptun von Bremen nach New York. Habt ihr gepackt? Seid ihr bereit? Ja. Morgen früh geht's los. Sack einnähen und durch den Zoll schmuggeln. Aber das wird nicht gehen, denn die Zollrevision wird es nicht zulassen. Vielleicht werden sie mit langen Spießen die Koffer der Passagiere durchstechen. Oh Gott, ich werde ihn hier lassen müssen. Ich bringe die Kraft nicht mehr auf, die zum Glauben gehört. Und ich glaube auch nicht mehr, dass es ein Wunder geben wird. Und wir müssen Miriam retten, die ja ein gesundes Kind ist und die mit einem Kosaken geht. Mit einem Kosaken, von denen immer alles Unglück über die Juden gekommen ist. Gott hat kein Wunder getan. Nichts wird aus Menuchim. Nichts wird aus ihm. Gott wird euch segnen. Alles Gute in Amerika. Alles Gute. Ein Jude kann sich nichts Besseres wünschen, als nach Amerika zu gelangen. Ja, ja.
Habt ihr auch alles mit? Mazel Tov. Ist und elend und immer so bleibt. Gerade deswegen. Menuchin. Mein Menuchin. Menuchin. Mein Menuchin. Nein, lasst mich! Lasst mich! Ich will nicht! Nein! 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 Los nach Dubnow! Los, fahr, du Teufel! Los! Fuß hoch und ihnen wohl. Man kann sie besteigen. Um den Kopf trägt sie eine Strahlenkrone, in der rechten hält sie eine Fackel. Und das Schönste ist, dass diese Fackel in der Nacht brennt und dennoch niemals ganz verbrennen kann. Wieso? Sie ist elektrisch beleuchtet. Solche Kunststücke macht man in Amerika. Amerika... Seid ihr ja. Gut, du riechst. Das ist Toilettenseife. Duftet nach Maiglöckchen. Mein Sohn, lass dich anschauen, Schemalia. Ich heiße jetzt Sam. Ich weiß, Schemalia. Vielleicht hätte man mir noch ihm doch mitnehmen können. Sie haben unser Gepäck nicht mit Lanzen durchstochen. Lass das jetzt, Deborah. Ja, das ist meine Frau. Ich habe euch von ihr geschrieben. Gott segne dich, meine Tochter. Guten Tag, Vater. Ich heiße Vega. Ein komischer Name. Und zu Hause ist unser kleiner Sohn. Jonas heißt er. Hast du was von Jonas gehört, Vater? Miriam, Vega. Nichts habe ich gehört. Er ist bei den Soldaten. Er ist zu Hause geblieben. Wie mir noch hin. Ihr konntet ihn nicht mitnehmen. Die amerikanischen Einwanderungsbestimmungen lassen es nicht zu. Gott wird ihm helfen. Ja, und das ist Mac. Ihr kennt ihn. Er hat euch besucht zu Hause in Schuchnow. Hello, my friends. Nice to see you. Er spricht nur Englisch, aber das macht nichts. Ich habe dir geschrieben, Vater, er ist besser als 10 Juden. Wenn du sagst. Ja, ihr kommt doch in Quarantäne hier, aber es wird nicht lange dauern. Mac hat einen Vetter bei der Zollrevision. Mac wird euch begleiten. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst. Ihr seid hier zu Hause. Zu Hause in Amerika. Glaubst du, mein Sohn? Zu Hause in Amerika?
Was gehen mich diese Leute an? Was geht mich ganz Amerika an? Mein Sohn, meine Frau, meine Tochter, die Sonnmark. Bin ich noch Mendelsinger? Ist das noch meine Familie? Wo ist mein Sohn, wenn noch immer? Es war ihm, als wäre er aus sich selbst herausgestoßen worden. Von sich selbst getrennt, würde er fortan leben müssen. Es war ihm, als hätte er sich selbst in Schuchnow zurückgelassen, in der Nähe Menuchins. Und während es um seine Lippen lächelte und während er seinen Kopf schüttelte, begann sein Herz langsam zu vereisen. Schon war er einsam, Mendelsinger. Schon war er in Amerika. Also so viel schöner als zu Hause ist das hier auch nicht. Hast du geglaubt, man kriegt einen Palast, wenn man nach Amerika kommt? Auf der Treppe ist es finster und es stinkt nach Mäusen. Dafür wohnen wir im ersten Stock. Da hast du nicht weit zu gehen. Sieh dir die Aussicht an. Zu Hause in Schuchnow hat man den Himmel gesehen. Und die Sterne. Und die gute Luft vom Wald. Und von den Feldern. Von den Feldern, Miriam. Das musst du ja wissen. Diese Vega, my dear boy, sagt sie zu ihrem Kind. Ich glaube, sie ist dumm. Blond ist sie und sanft. In ihren Augen ist mehr Güte als Verstand. Aber Frauen brauchen keinen Verstand. Ich glaube, sie treibt Luxus. Ein Grammophon haben sie schon. Und die vielen Kleider. Und Shemaya kann uns nur $10 in der Woche geben, hat er gesagt. Sei zufrieden mit den Kindern, Deborah. Bist du noch immer nicht alt genug, um zu schweigen? Hast du mir nicht mehr vorzuwerfen, dass ich zu wenig verdiene? Und kränkt es dich, dass du nicht mit mir streiten kannst? Shemaria hat uns hierher gebracht, damit wir alt werden und sterben in seiner Nähe. Seine Frau ehrt uns beide, wie es sich gehört. Was willst du noch, Deborah? Ich weiß nicht. Ich habe gehofft, hier eine ganz neue Welt zu finden, wo ich das alte Leben vergessen kann. Und Menuchim. Es gibt hier mehr Juden als in Kluschtschik und Schuchnow zusammen, das ist wahr. Aber eigentlich ist es so wie in Kluschtschik, nur ein bisschen größer. Haben wir den weiten Weg über das große Wasser nehmen müssen, um wieder nach Kluschtschik zu kommen? Ich gehe jetzt. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Mutter. Wohin? Ins Kino. Mit Mac? Mit Mac. Ja, ich weiß, Mac ist kein Jude. Trotzdem gehe ich mit ihm ins Kino. Schließlich verdiene ich ja Geld, seitdem ich bei Shemaya im Kaufhaus arbeite. Ist schon recht, Miriam. Gute Nacht. Brav ist sie geworden, unsere Miriam. Und Geld verdient sie auch. Aber sie gibt sich mit diesem Mac ab. Besser Mac als ein Kosake. Ich verstehe zwar kein Wort, wenn er spricht, aber man wird sich daran gewöhnen. Er wird sicher keine Mitgift verlangen. Es ist eine andere Welt hier. Ein amerikanischer Mac ist kein russischer Mac. Nur mit dem Geld komme ich nicht aus, wie zu Hause. Aber ich kenne dich doch. Du wirst schon auch hier deine Dollars versteckt haben. Wo alles immer teurer wird. Die Hühner und die Karpfen, die Kartoffeln sind gefroren und die Eier winzig. Mendel, ich höre Menuchim schreien, nachts, im Schlaf. Sollen wir nicht umkehren, Mendel? Und das Geld? Und der Weg? Und wovon leben? Glaubst du, dass Shemaria so viel geben kann? Er ist ein guter Sohn, er macht Geschäfte, er verdient gut, er spricht sogar schon Englisch, aber er ist nicht Vanderbilt. Vielleicht war es Bestimmung. Wir bleiben. Vorläufig. Mendelsinger hatte in Amerika, wo alles eilte,
gelernt, langsam zu werden. Also wanderte er durch die Zeit dem Greisenalter entgegen. Vom Morgengebet zum Abendgebet, vom Frühstück zum Nachtmahl, vom Erwachen zum Schlaf. Am Nachmittag, um die Stunde, in der zu Hause seine Schüler gekommen waren, legte er sich auf das Rosshaarsofa, schlief eine Stunde und träumte von Menuchin. Und er dachte über Amerika nach. Ein feiner Mann sagt nicht nur goodbye und how do you do, sondern auch please. Sie sagen, dass dies Gottes eigenes Land heißt, so wie einmal Palästina. Und New York ist die Stadt der Wunder wie einst Jerusalem. Komisch. Das Beten nennen sie Service und Wohltätigkeit auch. Und man wünscht einem nicht Glück und Gesundheit, sondern Prosperity. Und gute Freunde habe ich auch gefunden. Wie nett alle hier zu mir sind, wenn wir beim Skowronek sind und von Politik reden und Geschichten von zu Hause erzählen und miteinander beten. Denn es sind alles Juden, die Gott ehren. Menuchin, was ist Menuchin? Bist da? Wieso? Komm herein, Vater. Ist ein Unglück passiert? Komm herein. Setz dich, Vater. Es ist etwas geschehen. Wollt ihr mir ein Grammophon schenken? Oder habt ihr beschlossen, Hochzeitstag zu feiern? Vater, wir haben auf einen Schlag $15,000 verdient. Was ist, Mendel? Freust du dich nicht? Natürlich freue ich mich. Ich freue mich. Ich gratuliere dir, Gemalia. Ich freue mich. Ich danke Ihnen. Ist das alles? Was noch? Wir haben Glück. Ich freue mich. Diese Summe, Mendel, $15,000. Ich habe schon die ganze Zeit versucht, sie in Rubel umzurechnen. Ich bin immer noch nicht fertig. Neue Möbel müssen wir uns anschaffen. Jetzt können wir in die neue Wohnung an die Riverside ziehen. Und dann werden wir uns auch ein Klavier kaufen. Mein Sohn soll Klavierstunden nehmen. Nicht wahr, Sam? Ja, ja, natürlich, ja. Nur... wir müssen auch Geld für den Aufbau des Geschäfts haben. Wenn er in die neue Wohnung kommt, am River, darf ich da bei euch wohnen? Ja, aber natürlich darfst du. Mac wird sich freuen. Er kann dich dann abends öfters besuchen. I don't understand. Well, ladies and gentlemen, this is certainly a wonderful day. Isn't it? Nur wenn du nicht verstehst, was er sagt, glaubst du, dass er so gescheit redet. Aber er ist ein lieber Mensch. Und du, Vater? Hast du keinen Wunsch, was man mit dem Geld machen kann? Vielleicht kann man nach Hause fahren.
Nach Schuchnow. Nachsehen, wie es mir noch ihm geht. Oh ja. Menuchin. Tja, morgen machen wir einen Ausflug. Nach Atlantic City, an den Ozean. Bei uns zu Hause ist die Erde so weit, wie in Amerika das Wasser. Hörst du, was der Vater sagt? Er wird alt. Ja, du hast recht, Deborah. Ich werde alt. Das ist ein guter Brief, Deborah. Das Glück hat angefangen. Ein Glück bringt das andere. Der Doktor Saltysiuk hat ihn gesehen. Er konnte es nicht glauben. Man will Menuchin nach Petersburg schicken. Die großen Doktoren wollen sich den Kopf über ihn zerbrechen. Eines Tages, es war Donnerstagnachmittag, er war allein zu Hause und es brannte im Ofen. Da fiel ein brennendes Scheit heraus. Menuchin lief auf die Straße. Er kann auch schon ganz gut laufen und schrie: Es brennt. Und seitdem spricht er ein paar Worte. Euer Jonas war hier auf Urlaub. Er hat gar nicht gewusst, dass ihr schon in Amerika seid. Aber er lässt euch sagen, dass es ihm gut geht, dass er gesund ist und sich freut, dass er bei den Soldaten ist. Sein Kapitän hat gesagt, wenn er ein so guter Soldat bleibt, dann kann er ein Gesuch an den Zaren richten, damit seinem Bruder die Desertion vergeben und vergessen wird. Man sagt hier manchmal, dass ein Krieg kommen wird. Wenn er wirklich kommt, lässt Jonas euch sagen, sollt ihr euch nicht kränken, denn er ist ja Soldat und darauf vorbereitet. Nun, Deborah. Der Herr hat geholfen. Der Rabbi hat recht. Weißt du, was er gesagt hat? Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde. Und die Krankheit stark. Das hast du mir nie gesagt. Ich hatte es vergessen. Nun kann man Menuchin bald nach Amerika bringen. Geh schlafen, Deborah. Ich bleibe heute wach. Da verließen zum ersten Mal die Sorgen das Haus Mendelsingers. Vertraut waren sie ihm gewesen, wie verhasste Geschwister. Die Sorgen verließen ihn, der Tod näherte sich ihm. Sein Bart wurde langsam grau,
Sein Auge war schwach, sein Rücken krümmte sich und die Hände zitterten. Der Schlaf war leicht und die Nacht war lang. Er trug die Zufriedenheit wie ein fremdes, geborgtes Kleid. Sein Sohn übersiedelte in die Gegend der Reichen und Miriam zog mit ihm. Vielleicht wohnte sie auch manchmal bei Mac. Mendel wusste es nicht. Er wollte es auch nicht wissen. Er blieb in seiner Gasse, in seiner Wohnung, in der Nachbarschaft der Armen, der Katzen und der Mäuse. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich. Ein ganz alltäglicher Jude. Mendel? Schläfst du? Nein, Deborah, ich habe nicht geschlafen. Ich denke. Weißt du, Deborah, vielleicht werden die Menschen bald fliegen wie die Vögel und schwimmen wie die Fische. In die Zukunft sehen wie die Propheten und Wolkenkratzer bis zu den Sternen bauen. Vielleicht wird die Welt wirklich sehr schön sein. Glücklich meine Enkel, die es sehen werden. Und doch, Deborah. Und doch habe ich Heimweh nach Russland. Und es beruhigt mich zu wissen, dass ich noch vor all den Triumphen der Lebendigen ein Toter sein werde. Ich bin bereits zu alt für das Neue. Ich bin zu schwach für die großen Triumphe. Ich möchte Menuchim noch einmal sehen. Sam wird ihn überfahren und ihn holen. Oder du. Vielleicht wirst du fahren, Deborah. Wenn du willst. Weißt du, Vater, Mac wollte, dass ich es dir übersetze. Also, er will Ende Juli oder im August nach Russland fahren und Menuchim holen. Aha. Hast du verstanden? Warum soll ich das nicht verstehen? Ich weiß, warum er fahren will. Wahrscheinlich will er dich heiraten. Er will alles Mögliche tun für die Familie Singer. Und warum nicht? Wenn er fahren will, soll er fahren. Im Juli oder im August. Wenn es doch schon so weit wäre. Es ist ja schon Juni. Es ist Juni. Ein heißer Juni. Und der Juni ist ein besonders langer Monat. Oder nicht? An die Familie Billes habe ich schon geschrieben. Ende Juli wird Mac die Schiffskarte bestellen. Dann wird mein jüngster Sohn auch in Amerika sein. Habt ihr die Zeitung gesehen? Nein, warum? Was steht denn drin? In Europa ist Krieg ausgebrochen. Krieg in Europa. Ja, sieh doch selbst. Was ist das für ein Krieg? Überall ist Krieg. Russland kämpft gegen Deutschland und Deutschland gegen Frankreich und Österreich gegen Russland und England kämpft auch. Das gibt's nicht. Überall? Überall? Schau doch in die Zeitung. Jetzt kann aber Mac nicht mehr nach Russland, wenn Krieg ist. Und Menuchim wird nicht nach Amerika kommen. Wenn der Krieg ausgebrochen ist? Jonas, er ist im Krieg. Jonas ist doch Soldat in Russland. Aber wer weiß, vielleicht dauert der Krieg nicht lang. Wer weiß, Vater,
Vielleicht hat Jonas eine ruhige Stellung beim Versorgungsbataillon. Oder ist beim Stab, hinter der Front. Und Menuchin ist wegen seiner besonderen Krankheit ganz bestimmt in einem Petersburger Krankenhaus. Das hatte Billes doch geschrieben. Glaubst du, die Deutschen sind in Petersburg? Es geht ihm herrlich in diesem Krankenhaus, da bin ich ganz sicher. So, ihr seid sicher. Gerade erst haben uns die Sorgen verlassen. Sie gingen weg und der Krieg brach aus. Wer weiß, wie lange noch dauert dieser Krieg, Vater. Man muss nicht gleich das Schlimmste annehmen. Tja, wir müssen jetzt gehen. Der kleine Jonas braucht mich. Ich gehe gleich mit. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht. Mendelsinger aber schloss die Tür hinter ihnen und schickte Deborah schlafen. Dann entzündete er eine Kerze und begann einen Psalm nach dem anderen zu singen. In guten Stunden sang er sie und in bösen. Er sang sie, wenn er dem Himmel dankte und wenn er ihn fürchtete. Und nur an seiner Stimme hätte ein aufmerksamer Lauscher vielleicht erkannt, ob Mendel, der Gerechte, dankbar war oder ausgefüllt von Ängsten. In diesen Nächten schüttelte ihn die Furcht wie der Wind einen schwachen Baum, und die Sorge lieh ihm ihre Stimme. Mit einer fremden Stimme sang er die Psalmen. Er war fertig, er schlug das Buch zu, hob es an die Lippen, küsste es und drückte die Flamme aus. Aber er wurde nicht ruhig. Zu wenig. Zu wenig habe ich getan. Manchmal erschrak er über die Erkenntnis, dass sein einziges Mittel, das Singen der Psalmen, ohnmächtig sein könnte in dem großen Sturm, in dem Jonas und Menuchim untergingen. Die Kanonen sind laut. Die Flammen sind gewaltig. Meine Kinder verbrennen. Meine Schuld ist es. Meine Schuld. Und ich singe im Psalmen. Es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Also, die Wette habe ich verloren. Und wie? Und wie? Ich habe dagegen gewettet. Und ich habe Recht behalten. Leider. Ich habe gesagt, Amerika wird nicht neutral bleiben. Neutral wird es bleiben, habe ich gesagt. Und wer hat Recht? Ich habe Recht. Jetzt sind wir mittendrin im Krieg. Vielleicht dauert es nicht mehr lange. Vielleicht ist alles bald vorbei. Das haben die Leute auch gesagt, wie der Krieg begonnen hat. Vor 2 Jahren. Irgendwann könnten sie auch einmal recht haben, die Leute. Ich hatte geschworen, dass wir nicht in den Krieg gehen, wir Amerikaner. Was sagst du dazu, Mendel? Es schneit. Schon als ich aufgewacht bin, war Schnee auf der Straße. So weiß und hart wie zu Hause. Was hat das mit dem Krieg zu tun? Jetzt zerrinnt der Schnee viel früher. Er hält sie nicht einmal eine Nacht. Bei uns zu Hause, da bleibt er liegen. Monate. Monate. Gibt's was Neues? Ich weiß es nicht. Da siegen die Deutschen und nehmen die Russen gefangen, und da siegen die Russen und nehmen die Deutschen gefangen. Von Jonas steht nichts drin, Deborah. Er ist verschollen. So wie mir das Rote Kreuz es geschrieben hat.
Und Sie wissen nicht, wie man ihn finden soll, jetzt, mitten im Krieg. Er ist wahrscheinlich tot. Aber das kann ich ihm nicht sagen. Er ist wahrscheinlich tot. Aber das kann ich ja nicht sagen. Was das für ein Tee ist hier in Amerika. Nicht einmal einen Tee kann man trinken. Er schmeckt ranzig. So viel Wichtiges passiert in der Welt. Und du beklagst dich über den Tee. Das ist wahr. Da siegen die Russen und die Deutschen werden gefangen und ich beklag mich über den Tee. Nur von Schemaria hört man nichts. Und nichts von Menuchin. Und Jonas ist verschollen. Schemaria ist bei irgendeiner Unternehmung dabei. Das hat er ja geschrieben. Vielleicht das, was die jetzt Umgruppierung nennen. Umgruppierung. Weißt du, Deborah, man kann es nicht laut sagen hier in Amerika und beim Skowronek drüben schon gar nicht. Aber dir kann ich es sagen. Schemaria hätte nicht gehen sollen. Das verstehst du nicht, Mendel. Ich verstehe es ja auch nicht, aber Miriam hat mir es erklärt. Weißt du, Amerika ist nicht wie Russland. Amerika ist ein Vaterland. Jeder anständige Mensch ist verpflichtet, für das Vaterland in den Krieg zu gehen. Mac ist gegangen, da hat Sam nicht bleiben können. Außerdem ist er ja beim Regimentsstab und da fällt man nicht, sagt Miriam. Denn wenn man zulassen würde, dass alle hohen Offiziere fallen, dann würde man ja nicht siegen. Einen Sohn habe ich dem Zaren geben müssen. Das ist genug. Der Zar ist etwas anderes und Amerika ist etwas anderes. Vielleicht. Vielleicht ist Amerika ein Vaterland. Vielleicht ist der Krieg eine Pflicht. Die Feigheit eine Schande. Vielleicht ist auch der Tod beim Regimentsstab ausgeschlossen. Und doch hätte ich ein Wort sagen müssen. Bleib da, hätte ich sagen müssen. Vielleicht wäre er geblieben. Du musst wissen, Herr Glück ist Direktor bei uns im Warenhaus. Jetzt, wo Sam nicht mehr da ist, trägt er die ganze Verantwortung. Fräulein Miriam meint es gut mit mir, Mr. Singer. Aber Ihr Herr Sohn ist ein wunderbarer Chef. So, das freut mich. Auch für Mac muss er die Verantwortung tragen. Tja, es ist wirklich ein Segen, dass wir Sie haben, lieber Herr Glück. Ich kann nicht in den Krieg, leider. Ich habe einen schweren Herzklappenfehler. Das Einzige, was ich von meinem seligen Herrn Vater geerbt habe. Ich muss euch einen Zeitungsartikel vorlesen. Gestern ist er in der New York Times erschienen. Hochinteressant über die Verhältnisse in Frankreich. Das wird euch doch sicher interessieren, jetzt, wo unsere Männer dort sind. Warte, ich lese es euch vor. Wo gehst du hin? Warum bist du hinausgegangen? Ich wollte nicht drin bleiben. Es gefällt mir nicht mit diesem Mr. Glück. Du benimmst dich wie ein russischer Jude. Ich bin ein russischer Jude. Guten Tag, Mutter. Guten Tag, Vater. Heute kommst du? Es ist ein Wochentag. Müsstest du nicht im Geschäft sein? Ja, eigentlich schon. Ich müsste im Geschäft sein. Ein Unglück ist geschehen. Mac ist zurückgekehrt. Er hat Sams Uhr gebracht. Und die letzten Grüße. Es schneit schon wieder.
mein süßer Bub, du, mach die Äuglein zu. An der Wiege sitzt die Mamme, sing dich sanft zur Ruhe. Schlafe ein, mein Kind, und wein nicht, Sorgen kommen früh. Man muss die Lampe anzünden. Es wird Abend. Mother, what's wrong? For God's sake, what's the matter? There's a doctor who lives downstairs, isn't there? Well, perhaps he's home. I'll try to get him. Mama. Mamele. Maminka. We're in luck. The doctor was at home. Here, doctor. Look at her. Please. Sie ist tot. Es ist furchtbar. Ja, es ist furchtbar. Ich habe dir Eierbeuteln gebracht. Für die 7 Tage der Trauer. Stell sie hier auf den Tisch. Du musst etwas essen, Mendel. Du musst etwas essen. Seit Tagen sitzt du schon hier. So kann es nicht weitergehen. Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Harte Eier und Brot. Wie es die Bibel verlangt. Mendel, du musst dich ermannen. Du musst trauern 7 Tage, ich weiß es.
Ich würde es ja auch tun, wenn meine Frau sterben würde. Gott bewahre. Aber du musst zu dir kommen. Du musst aufwachen. Ich habe dir was mitgebracht zum Essen. Hier, ich stell es auf den Tisch. Ich bin der Nachbar. Sie kennen mich, Herr Singer. Ich bin Lämmel. Es tut mir so furchtbar leid. Auch mein Sohn ist bei den Soldaten. Er lebt noch, Gott sei Dank, und wir beten für ihn. Herr Singer, kann ich etwas für Sie tun? Ich bin Selchermeister, Sie wissen es. Sie können bei uns essen, was Sie wollen. Dieser furchtbare Schicksalsschlag. Herr Singer, ich bin ein Freund, auch wenn wir uns noch nicht kennen. Ich bitte Sie, vertrauen Sie mir. Danke, Herr Lämmel, danke. Ich bin die Großmutter Lämmel. Ich wohne auch hier im Haus. Sie müssen was essen, Herr Singer. Sie sind doch kein Kind. Danke, danke, danke. Du hast es gut, Deborah. Es ist nur schade, dass du keinen Sohn hinterlassen hast. Ich selbst muss das Totengebet sagen. Ich werde aber bald sterben. Und niemand wird uns beweinen. Wie zwei kleine Stäubchen. Wurden wir verweht? Wie zwei kleine Pünktchen. Sind wir erloschen? Ich habe keine Kinder gezeugt. Dein Schoß hat sie geboren. Der Tod hat sie genommen. Voller Not und ohne Sinn war dein Leben. In jungen Jahren habe ich dein Fleisch genossen. In späteren Jahren habe ich es verschmäht. Vielleicht war das unsere Sünde. Weil nicht die Wärme der Liebe in uns war, sondern der Frost der Gewohnheit. Starb alles rings um uns, verkümmerte alles und wurde verdorben. Du hast es gut, Deborah. Der Herr hat Mitleid mit dir gehabt. Du bist eine Tote und begraben. Mit mir hat er kein Mitleid. Ich bin ein Toter und lebe. Er ist der Herr und er weiß, was er tut. Wenn du kannst, bete für mich, Deborah, dass man mich auslösche aus dem Buch der Lebendigen.